Ja, hallo ihr Lieben, jetzt ist schon mal Paterboy, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, bei mir ist gerade Chaos, nur Kisten hier überall. Aber ja, ich versuche mal noch hier weiter die Videos zu machen. Mich hatten jetzt wieder so ein paar gefragt, was denn da nächste Woche noch im Johnny Depp-Prozess ansteht. Und ich glaube, da wird ein absoluter Kracher anstehen. Also das ist echt wie in so einem Spielfilm, das ist echt unglaublich. Also erstmal, was ich jetzt gehört habe, steht an Johnny Depp selbst im Zeugenstand. Ist ja auch die letzte Woche übrigens, Freitag sollen die Plädoyers gehalten werden. Dann ein Experte für häusliche Gewalt, ein Anatomie-Experte. Warum die kommen, kann man sicherlich denken, weil ja, dass sie das jetzt alles übergeschminkt hat und diese ganzen Sachen sind ja doch ein bisschen schwierig zu glauben alles. Und dann, was ja, was irgendwie halt sehr problematisch ist, dass sie ja viele Sachen fast schon wie in so einem Tagebuch mäßig fotografiert hat, festgehalten hat, aber komischerweise oft nicht, ja, die, was da von dem Übergriffen zu sehen war, wurde halt nicht festgehalten, bis auf wenige Ausnahmen, aber die Fotos haben andere Probleme. Nehmen wir mal ein Beispiel, das hatte ich auch noch gesehen Ende letzter Woche, dass so ein Bett, was da irgendeine Rolle gespielt hat, was da sogar kaputt gegangen sein soll, und dann konnte man aber auf diesem Bett, konnte man aber so ein Messer sehen, und was man da am Bett kaputt gegangen ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich habe früher mal ein bisschen geschnitzt, ne? Ja, kann man leicht mit einem Messer machen, und sie hat halt angegeben, dass halt auch Blut auf dem Bett ist, aber warum fotografiert sie das Blut dann nicht, ne? Also, naja. Aber der größte Kracher ist Jennifer Howell. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt korrekt aus. Und zwar hat ja die Schwester von Amber Heard, die Whitney, hat ja angegeben, gab es ja diesen Sache auf irgendeiner Treppe, auf der Amber stand, Johnny stand, Whitney stand. Und Whitney hat ja gesagt, sie hätte schon von hinten so einen Schlag in den Rücken gekriegt. Kann man sich jetzt mal so ein bisschen überlegen, wo sie dann da gestanden haben muss. Und gleichzeitig hätte Johnny Depp aber versucht, die Schwester irgendwie die Treppe, oder hätte fast die Treppe runtergestoßen. Was ich mir jetzt persönlich, es ist schwer vorzustellen, wie das so rein von der Position auf so einer Treppe, wie das gehen soll, wenn man gleichzeitig jemand in den Rücken kommt. Da kommt man ja von unten, und aber gleichzeitig oder vielleicht, ach, keine Ahnung. Aber das ist schon irgendwie, naja, aber gut, das ist, glaube ich, gar nicht mal so das Problem. Das große Problem ist Jennifer Howell. Wer ist das? Das ist der Boss von der Schwester von Amber, Whitney. Und die waren auch so Best Friends irgendwie. Und nach diesem Zwischenfall ist die Whitney halt zu der Jennifer ins Haus gegangen, hat ja auch ein Jahr gewohnt. Und hat er natürlich auch damals erzählt, was passiert ist. Und die Story passt leider gar nicht zusammen. Ne? Und weil die Jennifer hat schon schriftlich ausgesagt, wo das jetzt genau herkommt, weiß ich nicht. Aber ob das jetzt in so einem englischen Prozess war, aber die hat auf jeden Fall ausgesagt. Die Jennifer hat ausgesagt, dass die Whitney ihr gesagt hat, ja, sie hätte da quasi raus müssen. Sie wäre fast die Treppe runtergeflogen. Amber wäre auf Johnny losgegangen. Sie hätte versucht, dazwischen zu gehen. Und überhaupt, sie wird das so kennen, sie würde unter diesen, ja, Übergriffen leiden, hätte schon ihr Vater gemacht. Und dann auch, Amber ist ja die größere Schwester, ist überhaupt ein interessantes Thema, Übergriffe durch ältere Geschwister. Ich weiß nicht, warum man da so wenig von liest, wäre auch mal ein cooles Video. Und ja, hat also da damals eine ganz andere Story erzählt als jetzt im Zeugenstand. Und das ist natürlich ein Kracher, dass die Jennifer da auftritt nächste Woche. Und ich fürchte, das wird der Aussage von Amber Heard, ja, die letzte Glaubwürdigkeit nehmen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass, wenn die jetzt auch unter Eid aussagt, was sie ja machen wird, wird entweder diese Jennifer oder wird, nee, einer von beiden wird Meineid begangen haben. Und das geht's nicht, ne? Und boah, das ist schon alles schon krass. Und Fun Fact: die Jennifer hat auch einen Instagram-Account. Und da hat sie gesagt, dass kürzlich jemand ihre Wohnung aufgebrochen hat, ne? Auch auf eine sehr rabiate Weise mit so einem Drillbohrer das ganze Schloss rausgebohrt und
aber nichts gestohlen und sie in so einer, ja, an so einer Stelle wohnt, wo eigentlich man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass irgendjemand einbricht. Ja. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Ja, ich ziehe mir das auf jeden Fall noch rein nächste Woche, werde auch noch mal drüber berichten. Und wenn ich das alles, hoffe, ich schaffe das alles hier mit meinem ganzen Umzugskram. Und ja, wir sehen uns bald wieder.